Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dawn of Man. Gleiche Aufnahmesession und hier liegt so lecker Essen rum. Ich krieg langsam Hunger und habe gerade über Essen geredet in der Pause der Aufnahmesession. Denn wir sind ja im Livestream für die, die es vielleicht nicht wissen. Und dort nehme ich meine Folgen für YouTube auf. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. twitch.tv/hirnsturz. Seid ihr herzlich willkommen. So, jetzt sind wir bei Dawn of Man und warten noch auf den einen Punkt, um dann Felder anzulegen. Und um Felder anzulegen, da haben wir schon den Punkt, werde ich jetzt mal hier eine kleine... Moment, ist das sinnvoll, was ich mache? Grundlegend nicht, Minjas. Grundlegend nicht. Hier ist ja so ein Übergang auf die andere Seite. Ich überlege gerade, ob wir die Feldarbeit... Vielleicht machen wir die auch hier hinten raus. Weißt du was? So, das geht so nicht. Oder... Boah, was ist denn hier? Futtertierversammlung. Aber oh, die machen Aua, ne? Ja, die machen Aua. Mit denen legen wir uns lieber nicht an. Was machen wir denn jetzt? Felder. Oh, warte mal, ist das hier hinten flach genug? Könnten wir hier rein theoretisch Felder anlegen? Das wäre ja richtig nice. Aber wenn ich das hier richtig sehe, sind das hier alles Bäume, die wir fällen können, ne? Na. Habe ich die nicht richtig markiert? Sieht so aus. So, die bringen nämlich nur Holz. Machen wir uns da unten hier die Felder. Und Tennen ist aber auch dabei. Ja gut, aber wir können ja hier erstmal ein Feld machen. Das müsste ja reichen. Und wenn hier mal so eine Palme fehlt, ist ja auch egal. So, wir haben 7 Punkte. 7 Punkte bedeuten anbauen. Warte mal, zu welcher Jahreszeit sind wir gerade? Wir sind gerade im Herbst. Das heißt, es kommt gerade der Winter. Das heißt, wir können noch nichts anbauen. Wobei da noch eine Jahreszeit ist, damit wir dann im Frühjahr sehen können. Ich mach's. So. Und danach würde ich gerne Richtung Verteidigung gehen. Vielleicht haben wir ja bis zum Frühjahr dann noch ein bisschen Material. Müsste aber gehen, wenn hier das Zentrum raus ist. Wo hatte ich denn das Tennen sammeln? Hier. Die stehen natürlich ziemlich blöd. Tut mir leid, Baum. Dann machen wir hier nämlich Felder. So 2 Stück. Die brauchen wir auch gar nicht so groß. Oh, Blizzard. Gut, das gehen die alleine rein, ne? Ja, mal gucken. Was, wir können doch nicht anbauen? Ah, stimmt. Das war nur das Verarbeiten von den Dingern. Ah, schade. Ja, stimmt. Ach, vergessen. Gut, dass ich die Regie habe, die da immer mal einwirkt und sagt, Minjas, du Doofkopf. Hast du übersehen. Ja, es war nur das Verarbeiten davon. Deswegen können wir wahrscheinlich jetzt hier einen Mühlstein bauen, ne? Ja, Mortar, genau. Mortar und Pestal. Mörser und Stößel. Naja. Naja, ist ja nicht so. Ich hab mich dann... Naja, beim nächsten Mal. A new human was born. Mitten im Sturm. War es wahrscheinlich so kalt und Zeit zum Kuscheln. Also wir haben auf jeden Fall ordentlich Holz. Das kriegen wir niemals in die Lager runter, oder? Ja, genau. Woodpile. Stein ist auch voll. Vielleicht machen wir noch einen, oder? Für Holz. Komm, das können wir noch setzen. Damit wir das Holz auch dann auf eine Stelle kriegen. Was? Hier. Na gut, setzen wir es dahin. Dann können wir doch auch hier zum Beispiel sagen... Nee, das hier können wir es beschränken, oder? Was gelagert werden soll, ja. Wenn es fertig gebaut ist. Oh oh. Wolf Attack, okay.
Wir gehen zum Gegenangriff über. So. Naja. Das war's schon. Keine Chance. Wir müssen nur immer schneller sein als die Natur. Wir sind ja die Menschen, ne? Wir sind ja die Natur unterjochen. Das haben wir ja gelernt aus der Menschheitsgeschichte. Auch wenn wir noch in der Steinzeit sind. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch einen Schlitten baue. Haben wir noch? Ja, wir haben eigentlich genügend Material. Komm. Transport ist immer wichtig. Da bauen wir sogar zwei. Nichts ist besser als so ein Transportschlitten. So, da kommen dann langsam die Punkte wieder rein. Ist hier irgendwo ein Futtertier, ein potenzielles? Ja, ist ein bisschen doof. Mit Pfeil und Bogen würden wir, glaube ich, auch andere Tiere hinkriegen. Aber die Bisons oder sowas habe ich echt keinen Bock anzugreifen. Die machen richtig Aua dann. So, 16 Leute sind wir. 18 haben wir Platz. Oder? War das so? Oder? 18? Ja. Wieso ist das hier ohne Schnee und die anderen sind voll Schnee? Und jemand drin, der sehr ordentlich ist. Trader's arrived. Sehr gut. Guten Tag. Hi. Das ist blöd. Pulse Processing. Damit könnten wir dann sowas wie Erbsen oder Schoten sowas. Aber nicht mit Hai, ne? Nee. Kannst du knicken. Was hast du denn für mich? Ein Leder hätte ich gern von dir. 8 Stück willst du haben. Du kriegst von mir Holz. Habe ich heute frisch geschlagen heute Morgen. Und tschüss. Da zieht er weiter. Irgendwo ein Tier in der Nähe, was wir jagen können? Nö. Lass mal den Winter rumbringen. Ich lasse das auf 8-fach laufen. So, wenn die beiden Schlitten gebaut sind. Da fehlt noch ein Leder. Moment, das ist aber Leather, ne? Das heißt, es muss gerbt werden. Machen die das im Winter nicht? Oder Tanning haben wir noch, oder? Tannen, 9 Stück, ja. Hier sind ziemlich viele, die keinen Job haben gerade, oder zumindest keinen ausführen. Da wären schon andere Menschen. Ne, die gehen einfach so weit raus, ne? Da hinten sind welche. Moment mal. Ich jage ich jetzt mal. We have no food. Aua. Die sind ziemlich ausgehungert, die Fische. So, schauen wir mal. Ob sie hier noch was rausholen an Fischen. So, wir kriegen eh nur 3, also können wir auch zu dritt fischen. Alles andere macht keinen Sinn. So, was können wir denn mal jagen? Irgendwie ist es gerade schwierig. Wenn ich jetzt sage, zack, gesamte Dorf mal auf den kleinen Bären,
ist das ziemlich grausam, ne? Oh, falsche Taste. Noch hast du die Chance, Bär. Oh, der flüchtet. Oh, oh. Da ist die Familie unterwegs. Da ist was. Ja, es war keine geile Idee. Die sind einfach, die Kleinen, die flüchten natürlich entsprechend. So. Sollte mal auf so einen Mammut gehen, oder? Das ist natürlich hart, weil die rot sind. Oder wir machen mit mehreren so einen Bison. Wir brauchen irgendwie Fleisch. Oh, warte mal. Zack. Oh, hier ist niemand zu Hause. Die sind alle ausgeflogen. Da kann ich aber auch nichts machen. Drei Punkte haben wir. Na, aber Essen kam rein und wir haben Frühling. Das ist alles gut. Gleich kommt der Sommer. Und da haben sie auch noch ein bisschen Fleisch geholt. We have no food. Indeed. It is not... oh, yes. So. Wenn der erste Pfeil geworfen wird... Das mit den Speeren ist halt blöd. Wir brauchen Pfeil und Bogen. Da sind sie auf jeden Fall... sind sie auf jeden Fall... Effektiver, oh Gott. Es escaped. Komplette Familie quer über die Map verstreut. Sorry. Wild Donkey has escaped. Ja, hier. Warte mal kurz. Mensch. Kinders. Sehr gut. Was ist das? Nein, der Berglöwe. Warte mal kurz. Zwei. Langt das für den Berglöwen? Ja, hat gelangt. Nein, schon wieder einer. Oh oh. Stopp. Das war eine dumme Idee. Wir rotten gerade unsere Leute aus. Angreifen. Schnell, hinrennen. Ja, super. Das war super. Gott, diese ganze Berglöwenfamilie, die fressen mir den Kram weg. Geht weg, mein Essen. Baby, lassen wir mal leben. Oh, wir sind im Sommer. Wir sind im Sommer. Da sammeln, dort sammeln. Und am Fluss hat man auch noch so einen Baum, ne? Hier unten, ja. Und hier hinten hat man noch zwei Büsche. Aber man merkt schon, jetzt geht das Essen langsam zur Neige. Lass es mal auf achtfach laufen. Was ist das hier? Oh. Ein ehemaliger Bewohner. Aber schon super, oder? Wenn man sich jetzt hier die, ist gerade ein Berglöwe noch weggegangen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, dass sie mit ihren Schlitten da hinkommen und entsprechend,
Entsprechend dann eine komplette Ladung Fleisch bzw. ein komplett zerlegtes Tier mitnehmen können, ist das schon eine super Sache. Hellas? Sind wir in Griechenland? Hellas. Willkommen. Willkommen. Orange. Nee, die Bisons habe ich keinen Bock drauf. Das ist, das geht irgendwie. Warte mal. Zack, da hinten ist die Berglöwenfamilie. Da würde ich mich auch gerne mal vorstellig machen, aber. So, dann gibt's Salami. Die werden schon durch die Berglöwen gejagt hier, oder? Kann das sein? Oh, jetzt geht's los. Moment. Ja, wenn wir jetzt hier Brücken hätten, könnten die schneller. Wo ist mein zweiter? Wieso habe ich denn nur einen? Ach, die laufen übereinander. Ja, das war gut. Ja, aber es kommt auf jeden Fall, so kommt ordentlich Fleisch rein. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, 8 Punkte. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier auf die Verteidigung. Weil die Jagd nur mit den... Ach du Güte. Guck mal, da wollte Bär wollte sich die Reste holen und hat leider nicht hier mit wem? Mit Gierkarl und Nokarl gerechnet. Das sind unsere besten Jäger. Tja, Mutti hat's verkackt, Kinder. Oh, böse Kommentare. Hat er das gesagt? Hat er gesagt. So, 4 Punkte noch. Achso, Moment, wir können mal gucken wegen den Waffen. Wobei, Slings brauche ich gar nicht herstellen. Ne? Da spare ich mir das Leder auf. Und mache dann lieber Dreckbögen, wenn wir jetzt gleich dann noch 7 Punkte haben oder sowas. Ja, genau. Da werde ich keine Slings herstellen. Das Leder spare ich mir lieber. Warte mal, und der kann man mit seiner... Ne, Lederproduktion haben wir nur 3. Passt schon. Ja, ja, haben wir gesehen. Platz ist eigentlich noch im Lager, auch schon ziemlich voll. Ja, geht aber noch. Das ist schon okay. So, haben wir noch was zum Jagen. Die Bisons, da traue ich mich noch nicht dran. Da mit Pfeil und Bogen können wir das eventuell mal probieren. Da ist ein ein Berglöwenjungen und ein Bärenjungen. Die lassen wir auch mal in Ruhe. Hier ist ein Bärenjungen. Wo ist denn deine Familie? Tja, Pech. Otoki. Okay. So sieht das doch schon ganz gut aus. Was war das eben? Wird gejagt, doch, oder? Ne, Bison. Ja, ist echt ein bisschen schade. Ich meine, wir sind jetzt in der 4. oder 5. Folge, ich glaube 4. Folge der neuen Aufnahmesession, also sprich im neuen Spielstand. Ich hoffe, dass ich hier jetzt mal ein bisschen weiterspielen kann und nicht immer wieder neu starten muss. Wir haben alle ein bisschen wenig zu tun, ne? Die Aufgaben sind übersichtlich. Können noch ein paar Bäume tackern. Lass mal kurz überlegen, wegen dem Tanning sammeln. Da. Ich glaube, das Ding werden wir einfach mal ein bisschen verschieben. Das lohnt sich aber nicht wirklich. So.
Was bringen die denn mit? Was habt ihr denn hier mitgebracht? Leder? Nee, das ist der Händler. Ich dachte schon gerade, warum kann ich nicht sehen, was der dabei hat. Hi. Mann, kommt hier nicht mal ein günstiger Händler vorbei? Das ist ja blöd. Ich nehme dann eines Leder mit. Jetzt haben 8 Stück. Das kriegst du von mir. Holz kriegst du von mir. So. Ja, die haben wenig zu tun. Jetzt ist der Winter, kommt jetzt langsam. Der Berglöwe ist zum Beispiel ein Killer. Aber da er in der Nähe vom Dorf ist, lösen wir das doch mal so. Bevor der jetzt ins Dorf reinreitet und dann den nächsten hier killt. Below und Food. Ich dachte, es wäre was Tolles, aber es ist doch eher was nicht so Erfreuliches. Wir haben hier echt Probleme mit dem Essen. Ja, die sind auch total überfischt hier. Und dann werden wir mal kurz den Fishing Ground. Ein Fishing Ground hier oben hinschieben oder so. So. Weil hier müssten sich noch Fische drin befinden, ne? Ja. Zu wie viel fischen die denn da? Zu dritt, oder? Habe ich gesagt, ja. Vielleicht müsste man auch irgendwie einfach mal die Fischanzahl reduzieren. Und dann lieber nochmal eine zweite Fackel hier setzen, Flagge setzen, wo wir Fische fangen. Da ist der dritte. Da sind wieder 3. Und da bitte auch zu dritt und auch nur 10. Mal gucken, ob wir das dann so hinkriegen. Oh, warte mal. Manni Mammut. Na, du bist rot. Kriegen wir das hin? Risiko zum Ende der Folge? Probier's mal. Angriff. Na, das gibt jetzt einen Spaß. Alter, wir sind Killer. Was ein Gemetzel. Na, sehr, sehr nice. Ja, wir kommen auch so ein bisschen an Fleisch. Das ist ja exorbitant geil. 9 Punkte haben wir übrigens. Da kriegt der Rest der Herde Angst. So, es langt erstmal, oder? Bevor wir hier alles ausrotten. Wir haben erstmal Money und Konsorten ausgerottet. Kinder, guckt nicht hin. Das ist die Natur. Und bevor wir den Winter nicht überleben, überleben halt Money und unsere Familie nicht. Trauriges Spiel, aber Notwendigkeit in der Natur. Ihr merkt schon, ich versuche mich rauszureden. Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge von Dawn of Man. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.